Wa'alaikum salam wa rahmatullah. Nein, das stimmt so nicht ganz. Also je nachdem, was damit gemeint ist, aber es scheint mir nicht so richtig zu sein. Die arabische Sprache oder die Grammatik, die verschiedenen rhetorischen Muster und Figuren, die Konjugation, die Morphologie und all diese Dinge gab es natürlich. Nur waren das keine ausformulierten Regeln. Das waren keine. Diese Regeln wurden nicht ausformuliert. Es gab keine fertigen Wissenschaften und keine Literatur dazu, keine niedergeschriebenen Texte und Regeln. Aber in der Praxis und angewandt gab es natürlich fixe und feste Schemata, nach denen sie gesprochen haben. Wie zum Beispiel, da war das Subjekt immer im ersten Fall. Auch wenn es keine ausformulierte Regel gab, das Subjekt steht im ersten Fall. Es gab nicht einmal das Wort Subjekt, was wir jetzt heute Mubtada nennen. Aber es gab eben feste Schemata und Paradigma, nach denen sie gesprochen haben. Und der Koran hat das Gleiche getan. Nur nach der Offenbarung des Korans, nach dem Eintritt des Islams, gab es dann eben die Bewegungen und Bemühungen, diese Schemata und Paradigma auszulesen, sie induktiv, durch Induktion auszuformulieren. Und das hat man dann gemacht und so sind die Regeln dann entstanden. Ja.